Hallo und herzlich willkommen zurück im Chaos-Let's Play von Agrarian Skies. Mit dabei Sipschlumpe. Hallo. Und Karnich, alias Admurai. Poison. Und ich, der Smokey von Let's Play. Und da fällt ein Creeper gerade. Ach du Scheiße, wie viele Mobs da drin sind. Gut, ne? Alter. Oh, die Mobfarm ist trotzdem ein bisschen, da müssen vier Hopper hin. Ja, ich bin ja auch noch nicht fertig, oder? Ich bin gerade gestorben am Verhungern. Hey Smokey, ich glaube, da gehen vier Hopper hin. Ich pack euch gleich in die Mobfarm. Boah, ich bin ein Honk. Ich habe jetzt natürlich das ganze Holz, was ich hatte. Ich hab die Pfanne, ich kann da überleben. Oh ja, ich hab ne Quest abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass du das überleben kannst, so viele Viecher, wie hier drin sind. Vor allem ist da so viel drin, dass es die Skeletons rausbackt mittlerweile. Alter, wie viele Nickel-Dinger wir hier noch haben, ne? Hier, Broken Gold Ore und so, ja. Hab da mal ein bisschen Erz. Ja, darum kümmere ich mich bald, sobald ich die Mobfarm fertig hab. Brauch erstmal noch ein bisschen Eisen. Lecker Apfel. Wo packe ich denn die Herzen hin? Die Herzen? Ich pack die, keine Ahnung, muss keines fragen. Kann ich? Herzen, die kannst du hinten beim Stuff reintun. Stuff? Die. Ja. Ah, jo. Ich muss noch. Okay. Da ist meine Krimschkramschkiste. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Die Mobfarm fertig. Die Mobfarm fertig. Ist fertig. Nee. So gut wie. So gut wie, ja, genau. Ja, aber darum kümmerst du dich ja. Da müssen jetzt nicht drei Leute dran arbeiten. Nee, das ist wohl wahr. Deswegen, was kann man denn jetzt mal in Angriff nehmen? Irgendeine Quest oder so mal machen noch? So ein. Ach, hier, die Getting Rubber. Ja, Mann. Ja, da wollte ich gerade. Alter, pack doch noch mehr Ohr in die scheiß Smeltery. Es ist eh nur bis oben hin voll. Holz, ich brauch Holz, denn ich brauch einen Treetop. Ein Treetop? Obwohl, warte mal, der ist anderes Rubberwood, ne? Ja, ja, das ist. Ja, okay, gut. Getting Rubber, ich ganz hab. Normal, das, genau, das kannst du ganz normal abbauen und das musst du dann mit der Sawmill verarbeiten, damit du Grundsubstanz für ein Rubber bekommst und das Rubber musst du dann einfach blabladen. Okay, dafür ist es. Oh, hi, Andy! Da kommt die Pfanne wieder zum Einsatz. Bam! 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 Oh nein, komm! Bam! Der brastet aus. Bam! Pfannenpower! Sawmill haben wir aber noch nicht. Nope. Aber ne, um Rubber, das musst du doch eigentlich nur in den Ofen hauen. Nope. Du brauchst. Alter, wie viel da gespawnt ist in dem Ding. Du musst erstmal von dem Rubberwood das Rubber bekommen. Ich weiß nicht, ob du beim Aufbauen noch welches bekommen hast. Hier, ich pack das einfach in den Ofen. Achso, hast du beim Aufbauen schon Rubber bekommen vom. Ja, ja. Okay. Das Rubberwood, das könnte ich jetzt in den Extractor hauen. Hab ich wieder kein Holz mitgenommen, ich honk. Gut, dann nicht. Alter, also, was hier abgeht an Monstern, das ist nicht normal. Ist anscheinend mal geändert worden, weil normalerweise hast du das in der Sawmill haben müssen, dann ist aus dem Rubberwood hast du dann nochmal das extra Plastik raus extrahieren müssen. Du bist auch noch in Cheap-Modus drin. Wie mach ich den denn nochmal aus? Options, Inventory auf und Feder, dann. Auf der Feder, ne? Adventure unten ist links. Das. Also im Inventar unten links ist Options. Ja. Dann auf Inventory und dann auf Recipe Mode. Da steht aktuell noch okay. Cheat Mode. Jo. Hä? Jetzt bin ich im Game Mode, lol. Warte. Nein, halt, stopp, 0. Ich brauch Game Mode 0. So. Game Mode S und Game Mode C geht auch. Game Mode C für Creative, S für Ding. Meltery. Achso, da muss ich das Rubber auch nochmal brutzeln, sagt er. Okay. Ja, gut, dann machen wir das so. Hi, Andy. Schon wieder einer? Warum haben wir denn plötzlich so viele von denen? Wegen der Mobform. Echt? Ja. Weil die da drin spawnen und sich rumporten. Die teleportieren sich instant raus. Und schon wieder eine Endepalle. Nerven aber ganz schön. Wie schön. So, ich mache jetzt Plastik fertig. Und dann haben wir eine Quest. Ach, das ist so ein Plastik-Sitz. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Man kann sich sogar eine Plastiktasche machen, WTF. Eine Handtasche? Zum Einkaufen? Ja, so eine Tragetasche kann man sich machen. Wie gut ist das denn? Aber wenn ich jetzt einen Fehler mache und einen falschen Block weghau, bin ich tot. Ach, scheiß mir nicht, ein dummer Affenmensch. Oh mein Gott, ich hab die Rubber-Dinger einfach abgebaut, anstatt erstmal die Saplings abzukloppen. Oh, du bist so ein kluger Mensch. Aber ist nicht so schlimm. Weil wir müssen noch welche machen können. Naja, ich hab Rubber Saplings. Achso, ja, gut. Ja, die sind
Du hast die Blätter nicht abgebaut. Ich habe die Blätter abgebaut. Ah, gut, gut. Ich hatte das gerade voll verpeilt. Ach, kein Problem. So, ich muss jetzt den Hopper abbauen. Und da ganz schnell wieder einen Block hinsetzen. Hopper-Reiter. Oh ja. Wenn da fehlt, dann Schreiter. Dann oh, fuck! Crooks. Oh, fuck! Wo bist du jetzt? Die ganzen Viecher sind runtergekommen! Nein! 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 Ich hoffe, du hast nichts Wichtiges dabei gehabt. Ich hatte die Hopper dabei. Nein! Alter! Und ich hätte sogar überlebt, wenn der eine Creeper da nicht explodiert wäre. Jetzt fallen die da jetzt durch, oder was? Natürlich, die fallen jetzt da unten raus. Oh, warte mal. Hat jemand eine Pexel für mich? Kann mir jemand eine Pexel leihen? Dann ist eine Pexel. Ja. Was ist denn eine Pexel? Dankeschön. Das Ding, was ich dir mal gecraftet habe. Oder Metok heißt hier. So, Plastic Sheets Quest ist fertig. Schön. Yay. Smokey ist auch fertig. Warum bin ich im Game Mode? So. Ich habe 64 Bottle of Natural Gas bekommen. Die fallen da immer noch durch, Alter. Ich werd bekloppt, was mache ich da gerade? Wo soll ich das hinhauen, das Zeug? Was denn? Hier, guck mal. Da, wo sind die Juden? Wo sind die? Und sollen wir mal eben eine Gaskammer bauen? Komm. Wir haben ja jetzt 64 Bottles Gas. Oh, war das schlecht. Alter, wie sind die denn da runter? Wo soll ich die Plastik-Sheets reinhauen? Ich sehe nichts. Blöcke gebrannt. Ist ja gebrannt. Ja, ja. So, Plastic Rubber hau ich auch da rein. So, ich habe jetzt noch 6 Rubber Saplings. Ihr müsstet jetzt eigentlich auch noch welche bekommen haben durch die Quest. Ja, ja, ich habe auch noch 6. Sehr geil. Ich habe noch gar nichts bekommen, weil ich jetzt eben gerade mal tot bin gewesen. Hast du das, ne? Dass die Innermänner einen immer noch Fotze nennen. Weil Smokey tot. Oh, hi. Du bist selber eine Fotze. Guck mich nicht so scheiße an. Was? Okay. Kann man dem einen anderen Skin geben? So ein Dena-Skin oder so? Das wäre ganz nice. Dena-Skin. Ein ungespielt und ein Dena-Skin. Ja, ne, ungespielt nicht, aber Dena. Ein Debitor und Manu-Skin, was hältst du davon? Ja, den GLP-Skin hatte ich ja früher generell bei das den Zombies. Das weiß ich ja, drin. Den hattest du ja. Oder lauter Manus rumliefen. was brauchst du? Kleingeld! Die Sepp-Zombies, weißt du? Sehr gut, so. Was machen wir denn als nächstes für eine Quest? Nütze Belohnung aus dem Reward-Bag. Hat jemand eine Pickaxe von euch dabei? Ja. Gibt mir nicht schon eine Pexel? Dann nimmt er auch noch die Pickaxe. Dankeschön. Achso, hat er schon. Okay, ja, gut. Der Kanis versorgt mich. Es wird Zeit fürs Haierbett. Das Haierbett? Mann, ich hab das ganze Eisen verloren, Alter. Also ich glaube, man ist richtig Minecraft-krank, wenn man instant merkt, wenn es dunkel wird. Ich merke das sofort, wenn irgendwie so ein bisschen ein Stückchen dunkler wird, ja. Der Minecraft-Ziehen. Leute, wir haben so viel Sachen in unserer scheiß Smeltery, dass sich nichts Neues mehr einschmilzt. Was machst du hier, Ich hab doch gesagt, die Smelteries werden teilweise sehr groß. Ich muss sie einfach ausleeren. Ja, ne? Einfach mal ein bisschen was davon craften, so, das wäre mal ganz gut. Ja, einfach mal alles in Blöcke umwandeln, ne? Sollen wir noch ein paar Rubber Saplings hinhauen? Natürlich, wir brauchen Rubber wie Sand am Meer. Jetzt hab ich natürlich nicht genug fucking Iron für genug Hopper. Scheiße. Ach, guck mal, siehst du hier, die Dinger brauche ich auch noch. Warte, wollen wir Holz? Holz! Was brauche ich? Wie viele Kisten? Und ach, die Schlepps. So, wo soll ich denn die anderen Bäume jetzt hinhauen? Karnes. Soll ich die daneben klatschen oder was? Also, die kannst du eigentlich hier generell so auf der Plattform ausbreiten. Ich habe halt hier ein bisschen freigehalten, weil Kisten. Ja. Machen wir das mal so. Zack, so. Dann kann ja die Plattform immer noch erweitern. Mhm.
haben ja so ein bisschen Ausbreitungsplatz. Ja, das ist nochmal Eisen, sehr, sehr gut. Da ist gar keine Wild vorhanden. Wir haben sehr keinen Platz. Ja. So. Was hau ich denn das mal rein? Na gut, was weiter baue ich das dann nicht, ne? Natural Gas. Ein Clay Bucket nehme ich da viermal. Hä, hab ich jetzt. Achso. Kann man das Tint ja eigentlich irgendwie vereinfachen hier mit den Blätter abbauen und so? Obwohl. Sepp, ich hab sowieso eine andere Idee, was die Blätter angeht. Das wollte ich euch eh noch sagen. Und zwar kann man die Blätter komposten. Und zwar, mache ich dem Sepp jetzt eine Schere schnell. Ja, die Schere sagen. Ist aber mega schnell verbraten. Ja, ist aber egal, du kannst damit Blätter abbauen und die komposten und das bringt viel mehr als die Saplings. Ja, du musst dran denken, dass wir trotzdem noch Saplings brauchen. Ja, ihr könnt um ja neue Bäume zu pflanzen. Ihr habt jetzt momentan ja einen halben Stack Saplings oder sowas, ne? Ja, ich habe gerade wieder welche verbraten. Schere liegt vor dir. Ja, danke. Ja, aber die Saplings halt nicht mehr komposten, ihr müsst es halt dann abwiegen. 22 Saplings haben wir noch in der Truhe drin. Ach, natürlich läuft da unten fucking Skeleton. Schon wieder gestorben. Nein, ich hab nur Panik. Da ist ein Enderman drin gespawnt. Willst du mich verarschen? Ja. Da oben spawnen Enderman drin und die teleportieren sich da raus. Nee, da unten in meiner kleinen Plattform, wo ich gerade alles vorbereite. Ah, sehr gut, ey. Da kommen trotzdem Saplings raus, wenn du das mit der Schere machst. Normalerweise ist das nicht der Fall. Ach doch, das ist cool. Ja, vielleicht wurde das gepatcht. Ja, oder das ist einfach nur in den Modpacks, so. Das kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein, ja. Ja, das ist ja mal sehr nice. Dann hängt man da nicht irgendwie 8 Stunden an einem Baum. Aber die Schere ist jetzt gleich platt. Wenn ich da oben jetzt was reinhau, geht es dann in die Kisten oder nicht? Ich glaube ja geil. Nicht. Sehr gut. So muss das. Jetzt ist die Schere platt. Jetzt fäll ich einfach die Bäume. Scheiße auf die restlichen Blätter. Habe ich die Pickaxe natürlich nicht mitgenommen. Jetzt muss ich nochmal gehen für die scheiß Pickaxe. Okay, weil 4 Hopper da unten geht nicht. 2 reichen aber auch vollkommen. Alter, was hier abgeht, geil. Du weißt ja, du gehst da vorbei. Da muss man gucken auf der Minimap, da ist komplett voll das Ding. Ja, ich freue mich schon drauf, wenn ich das aufmachen muss für die Viecher. Sehr geil, das ging jetzt mal ruckzuck. Richtig gut. Und die können wir jetzt einfach in so ein Dings da reinhauen, oder was? Also hat mir zumindest jemand geschrieben. Ja, da kannst du reinhauen. Also du kannst theoretisch alles, was pflanzlich ist, kannst du halt in die Barrels reinhauen und die werden dann kompostiert und je nachdem halt, wie schwer ist es, die zu bekommen oder wie groß die sind und so weiter, geben sie ja mehr oder minder viel Prozent in Sachen. Okay, also werden die Blätter wenig bringen. Die Blätter bringen viel, weil sie ja 2 Eisen kosten, so gesehen. Ach so, ja gut, wenn man das so sieht, ne? Also ich kann ja kurz mal aus. Ja, man braucht trotzdem 8 Stück. Nein! Ist ein Hopper runtergeplumpst. Also, jetzt habe ich nicht genug Holz. Kann mir jemand bitte schnell ein Holz vorbeibringen? Ich will da nicht wieder runter. Ihr bräuchtet es mir nur runterwerfen. Hier ist eine Lücke. Da ist Moki, Nein, Ander, da ist eine Lücke, da kannst du runterwerfen. Andere Seite. Sepp. Sepp, weiter runter. Oh, das ist weg. Ah, nee, doch nicht. Dankeschön. So. Über mir zischt's und knurrt's und... Hast du nicht gesehen, Alter. Die Hölle. Au. So, was haben wir denn jetzt noch für eine Quest? Also, Getting Robbery haben wir. It's Automatic. Au. Das haben wir auch noch nicht. Da brauchen wir noch ein echtes, Watt-Akkumulator. Ja, das Ding, komische Vakuumhopper brauchen wir noch dafür. Unlocks von Quests. Irgendwas müssen wir uns dafür noch überlegen. Was denn? Wenn da unten die Zombies am besten schlägt. Warum, die brauchst du ja nicht schlagen? Die fallen ja dann gleich durch und sterben instant, drum ja die Hopper. Lass mich das erstmal fertig machen, Karnis. Ja. Vertrau mal auf deine Bauchinstinkte. Oh mein Gott.
So, ich mach. Also, wir können ja mal in den anderen Raum, Hell's Kitchen, null komplett, ja, haben wir noch gar nichts. Ja, es gibt noch sehr viele weitere Quests, ach, die man machen müssen. Ach du Scheiße. Also ein Learning hat to Skyblock sind halt so gesehen die Grundlagen, was du halt brauchst, um Skyblock überhaupt mal ein bisschen spielen zu können. So. Dann nach und nach kannst du halt immer in die anderen Bereiche von Skyblock reinschauen. Hell's Kitchen. Ich die Kiste da nicht aufmachen, oder? Ich weiß gar nicht, was das erste ist. Bakeware, Gott. Ja, nein, haben wir Bricks? Ein paar, aber ich glaube nicht, dass wir. Ein Brick haben wir. Ja, dann müssen wir Sand machen und dann einfach Glas schmelzen. Daraus kannst du halt auch machen. Oh nein. Achso, und da der Dings da hinten ja gerade sowieso kein Gravel macht. Obwohl, warte mal, wie war das nochmal? Aus Cobblestone machst du Gravel, aus Gravel machst du Sand? Genau. Und alles mit dem Hammer, ne? Genau. Gut. Holz. Soll ich bei dem Holz soll ich auch die Oakleaves reinhauen? Die kannst du machen. Warum packt er den. Hallo, Skeleton. Warum packt er den Scheiß nicht in die Kiste? Das verstehe ich gerade nicht. Ich habe noch ein paar Hämmer am Start, deswegen ich gehe jetzt mal dahin und. Ja, pack die einfach in den Arschkopf. Nee. Der hat noch welche. Der hat noch 5 Stück. Na, dann passt. Aber wo ist die Kiste davon? Oh, die Kiste ist drunter. Achso. Warte mal, da ist der Hopper. Wo ist die Kiste? Ah, da. So, gönne ich mir mal ein bisschen Gravel. Zack, 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 zack. Okay, jetzt funktioniert. So, damit müssen wir eigentlich auskommen. Ja, passt. Okay, der Mob-Spawner funktioniert jetzt soweit. Wenn man das jetzt mal vergleicht, das Let's Play von der Partzahl her mit dem Let's Play von mir von Tech Town, wie weit ich da bin und was wir jetzt hier haben, so, das sind zwei. Ja, da musst du aber auch bedenken, was der Unterschied ist, ne? Naja, gut, aber da habe ich auch ein bisschen Offscreen gezockt. Ein bisschen. Ein bisschen heißt beim Sepp bis zum Erbrechen. Na, so ungefähr. Ich habe keinen Bock, nochmal 300 Parts hochzuladen, so, keine Ahnung, so lange geht das Projekt halt nicht, deswegen war ich ziemlich viel Offscreen. Wo ist denn mein Kübel? Ich hab doch da irgendwo einen Eimer hin. Hast du den Eimer, Sepp? Nein. Ah, ne, mit dem bin ich ja gestorben. Ach, das Smeltery ist voll? Ja, deswegen ja. Macht der nichts mehr, lol. Ja, den muss ich dann, sobald ich mit der Mobfarm fertig bin, mach ich das Ding gedöns. Ja. Ich brauch mal, nur einen Eimer. Kanis? Yes? Eimer, please. Aua! Wo ist Werkzeug? War doch gar nicht auf Zäulen. Ja. Von meiner Hand. Oh, Clay Bucket. Dankeschön. Wer war deine Hand, Sepp? Oh. Hoffentlich nicht die Fab-Hand, weil sonst wäre es unkavaliershaft. Ach, mit dem Stick noch dazu. Ah. Alter, die sind da am Rumhüpfen wie so Geistesgestörte. Oh. Ich schwöre, ich mach dich kaputt. Warum geht das nicht? Alter. Nein. Geht das nur mit dem einen Holz oder was? Willst du mich verkackeiern? Holy fuck, da hat Boom gemacht. Die Smoky, ey. Ich will das schon kommen, gleich ist die ganze Mutter. LOL! Das eine Skeleton hat gerade einen Creeper-Hut aufgesetzt. Das eine Skeleton hat sich gerade einen Creeper-Hut aufgesetzt. Wie geil sah das denn aus? Warum geht das nicht? Muss ich das woanders craften oder was? Nee, jetzt geht's. Sehr gut. Was suchst du denn? Nee, ich musste eine Mixing-Bowl machen. Und das ging halt nur mit anderem Holz. Lass mal schlafen gehen. Ja, bitte. Ja. Ich sehe nämlich gar nichts. Und bevor wir auch wieder überziehen, würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Ne? Weißt du, Smokey, geht das gerade bei dir, oder? Gehen ist relativ. Ja, gut, aber es geht jetzt. Gut, dann danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Ciao. Ja.